Kugelsegmentschieber. Das Schlüsselprodukt für GMP-gerechte Anwendungen in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. In allen Bereichen, in denen Anforderungen an Druck, Vakuum und eine perfekte Reinigung wichtige Kriterien sind, werden manuelle oder automatische Kugelsegmentschieber eingesetzt. Der Kugelsegmentschieber besteht aus einem Gehäuse und dem eigentlichen Kugelsegment, das mit einer doppelten wartungsfreien Lagerung ausgestattet ist. Beim Öffnen des Kugelsegmentschiebers wird das Segment um 90 Grad gedreht und gibt somit den gesamten Durchgang frei. Besonders bei schwer fließenden Produkten ist dies ein bedeutender Vorteil. Kugelsegmentschieber werden kundenspezifisch angefertigt. Bei hohen Anforderungen an den Fertigungsprozess werden an Trockner oder Mischer totraumarme oder totraumfreie Kugelsegmentschieber integriert. Hierbei wird die produktberührte Oberseite des Kugelsegmentschiebers exakt an den Innendurchmesser der Prozessmaschine angepasst. Äußerst profitabel für den Anwender ist daher die Vermeidung von sogenannten toten Ecken im Produktraum, welche ausschlaggebend für das höchste Maß einer hervorragenden Produktqualität ist. Vor dem Entleervorgang wird das Rührwerk gestoppt. Das Segment wird geöffnet und das Rührwerk kann den Produktraum entleeren. Für die perfekte Abdichtung der Kugelsegmentschieber sorgt eine statische bzw. eine aufblasbare Dichtung. Diese werden durch den Dichtungsring, der als Abstreifer auf dem Segment dient, geschützt. Die aufblasbare Dichtung hat den Vorteil, dass sie vor dem Öffnen des Segments durch ein Vakuum vollständig hinter den Abstreifer gezogen wird. Dadurch wird der Lebenszyklus der Dichtungen erheblich erhöht. Durch den relativ großen Abstand zwischen Gehäuse und Segment lässt sich der Kugelsegmentschieber im Gegensatz zu dem Kugelhahn durch den Einsatz von CIP-Düsen hervorragend reinigen. Bei einem Kugelhahn besteht insofern die Gefahr einer Kreuzkontamination bei einem Produktwechsel. Bei schwer fließenden Schüttgütern in einem Produktrohr entstehen bei herkömmlichen Armaturen oft Brückenbildungen. Der Kugelsegmentschieber hingegen schwenkt das Segment vollständig aus dem Produktstrom heraus. Durch das Verquetschen des Produkts bei einem Flachschieber im Bereich der Dichtung lässt sich dieser weder reinigen, noch kann der erforderliche hohe Druck und das Vakuum im Prozess gehalten werden. Ein Kugelsegmentschieber wird dann eingesetzt, wenn ein störungsfreier Prozess erwünscht ist.